Freunde, ich begrüße euch zu einem neuen Vlog hier auf dem Vlogging-Kanal. Ihr wisst Bescheid, immer am Donnerstag um 18 Uhr und samstags um 12 Uhr mittags kommt hier auf diesem Kanal ein neues Video online. Und falls du diesen Kanal noch nicht abonniert hast, dann würde ich mich sehr, sehr freuen, wenn du das an dieser Stelle nachholen könntest. Dann weißt du immer direkt Bescheid, wann ein neues Video online kommt. Und Freunde, heute geht es mal darum, um Marken, die vielleicht nicht ganz so in sind, wie sie es mal waren oder vielleicht ihre besten Tage vielleicht schon hinter sich gelassen haben, um es mal vorsichtig auszudrücken. Um es auf den Punkt zu bringen, es geht um Marken, die ich persönlich vermutlich erstmal nicht mehr tragen würde. Natürlich an dieser Stelle, es ist jedem das Seine, was er anzieht, was für Marken er anzieht. Aber meine persönliche Meinung, wenn also ein Freund jetzt zu mir kommen würde und würde sagen, hey Patrick, was hältst du davon? Dann würde ich ihm eher davon abraten, es zu kaufen. Also, um vielleicht hier an dieser Stelle nochmal das ein oder andere aufzuklären, ich bin eigentlich immer der Meinung gewesen, dass es nicht diese ultimative Marke gibt, wo wirklich jedes Piece Baba ist. Wisst ihr, wie ich meine? Es gibt von jeder Marke, sei es Saint Laurent, Acne, weiß der Kuckuck was, immer coole Pieces, die mir persönlich sehr gut gefallen, aber auch von derselben Marke Pieces, wo ich sage, Digga, was ist das? Wenn man über 90% einer Marke noch nicht mal mit einer Kneifzange anfassen würde, dann kann man auf jeden Fall davon sprechen, dass diese Marke peinlich ist. Und genau um diese Marken soll es heute in diesem Video gehen, meine Freunde. Als ich gestern Abend die eine oder andere Marke für dieses Video rausgesucht habe, ist mir am Anfang direkt als allererstes eine Marke, die wir alle kennen, aufgefallen. Und es ist vermutlich so der schlimmste von allen. Und ich rede von Ed Hardy. Irgendwann so zwischen 2006 und 2010, wenn ich mich nicht täusche, hatte Ed Hardy einen sehr, sehr, sehr krassen Hype, weil die Marke es einfach verstanden hat, gute Promo zu betreiben. Ihr müsst euch vorstellen, das, was heutzutage alle großen Brands machen, hat Ed Hardy miterfunden. Die haben es einfach verstanden, prominente Leute, sei es Rihanna, Madonna, und wen es da nicht alles gibt, einzukleiden, zu sagen, hey, nimmt meine Klamotten for free. Selbstverständlich haben die Promis dann die Kleidung getragen, auch aus dem Grund, weil die, wie gesagt, einen sehr großen Hype hatten und somit wollte jeder andere auch diese Klamotten haben. Sehr auffällig war dieser große Ed Hardy Schriftzug vorne oder halt diese ganzen Tieremblemen, die man teilweise auch wieder heutzutage bei Gucci erkennen kann, dann allerdings schon anders umgesetzt. Dieses ganze Ed Hardy Ding war ja auf Basis von so Tattoo-Mustern aufgebaut. Und auch wenn der Gründer schon von uns gegangen ist, Christian Odigier, Freunde, verzeiht mir die Aussprache, muss ich sagen, dass ich heutzutage Ed Hardy nicht mehr anziehen würde. Damals, vor 10 Jahren, hatte ich in der Tat eine Cap und ein T-Shirt, aber ich habe den einen oder anderen auch schon gehört, der sich ein Comeback von Ed Hardy vorstellen könnte. Schreibt mir mal eure Meinung dazu unten in die Kommentare. Denkt ihr, dass in ein paar Monaten, vielleicht Jahren, Ed Hardy wieder in sein könnte? Oder eher nicht. Eine weitere Brand, dessen Designsprache nicht unbedingt meinen Geschmack trifft, ist die sogenannte Dieter Bohlen-Marke. Wer weiß, wer damit gemeint ist? Richtig, Camp David. Option 1, Dieter Bohlen gehört die Marke. Option 2, er hat nichts anderes zum Anziehen. Weil jedes Mal, wenn ich diesen Typen sehe, hat er irgendein Hemd, irgendein Hoodie von Camp David an. Und die Dinger sehen einfach grausam aus, ja. Ich habe noch nie ein Kleidungsstück gesehen, was ich mir davon kaufen würde und noch nicht mal eins gesehen, was ich einigermaßen cool finde. Ich weiß wirklich nicht, wie es bei euch aussieht. Vielleicht habt ihr ja wirklich das ein oder andere Piece von Camp David, wo ihr sagt, boah Patrick, guck dir das mal an, das ist Baba. Aber für mich ist das so original, sorry für diesen Ausdruck, ne, aber für mich ist das dieses Wanna be rich. Absolut no front an dieser Stelle. Zieht einfach an, worauf ihr Bock habt. Wenn es Camp David ist, dann soll es Camp David sein. Gar kein Problem. Wer bin ich schon, um euch vorzuschreiben, was ihr anziehen sollt oder nicht. Aber ich persönlich würde eher die Finger davon lassen. Kommen wir zur letzten Brand, die ich mir hier für dieses neue Format auf dem Vlogging-Kanal rausgesucht habe. Wenn ihr wollt, dass ich das mal öfters mache, meine Freunde, dann gebt diesem Video gerne mal einen Daumen nach oben. Da weiß ich Bescheid, dass ich mal vielleicht davon einen zweiten oder dritten Teil raushaue. Das liegt natürlich an euch. Und die letzte Marke, meine Freunde, ich habe gar nichts gegen den Typen, den Inhaber davon. Wisst ihr, ich feiere den sogar. Das ist ein Deutscher. Er hat es geschafft, lebt irgendwo in New York oder L.A., hat 18 Villen, will gar nicht wissen, wie viele Millionen auf seinem Konto. Aber es geht hier halt nicht um den Typen, sondern um die Marke, also was für Kleidungsstücke auf dem Markt sind. Und wenn ich den Begriff Philipp Plein hier in den Raum werfe,
dann wisst ihr selber, oder kann ich mir zumindest vorstellen, dass viele von euch mir recht geben werden und sagen, ja, also Philipp Lein, das ist was für alle Buchclub-Mitglieder, aber nicht wirklich etwas für Leute, die sich wirklich mit dem Thema Mode beschäftigen. Es gibt mit Sicherheit das ein oder andere coole Kleidungsstück von Philipp Lein. Aber die Mehrheit davon, diese mit Strassstein, wo dick überall Philipp Lein draufsteht, damit kann ich mich persönlich einfach nicht anfreunden. Und ja, die Preise sprechen auf jeden Fall eine eigene Sprache. Die sind ja teilweise unbezahlbar. Ich habe euch schon mal das ein oder andere Produkt hier auf dem Vlogging-Kanal gezeigt. Hat, glaube ich, irgendwann mal einen Rucksack 2000 Euro oder so gekostet. Also jenseits von Gut und Böse. Aber mich würde jetzt mal wirklich brennend interessieren, was sind eure peinlichen Marken, wo ihr sagt, nee, da lasse ich die Finger von. Schreibt mir gerne eure unten in die Kommentare. Falls ihr euch das letzte Video hier auf diesem Kanal noch nicht angeguckt habt, dann checkt auf jeden Fall hier oben rechts und unten in der Beschreibung den Link. Da gucken wir nämlich, was wir für 40 Euro uns bei Gucci kaufen können. Wir sehen uns am Samstag, meine Freunde, um 12 Uhr hier auf diesem Kanal mit einem neuen Video. Da habe ich was Cooles für euch vorbereitet. Ich bin raus und wir sehen uns, habe ich gerade schon gesagt, Samstag. Nochmal hier der Hinweis, kein Angriff an die Marken. Das ist meine persönliche Meinung. Wer das tragen will, tragt es ruhig.